Es geht los. Okay, wir sind hier in der Top 12. Momo vs. Lifted Sky. Yeah. Wie wir sehen, immer noch Best of 3. Diese eine Runde danach. Es ist jetzt gerade Loser's Bracket. Erste Runde. Mm. Top 12. Yeah. 12. Also Verlierer wird 9. Und Gewinner kommt in die Top 8 und in die Best of 5 Sets. Also ist wichtig. Oh! Dieser Golfschläger, glaube ich. Oder Tennis? Oder Tennis. Nein, auch Tennis. Falle geht hoch. Ich habe nur gehört, dass Momo vorhin, glaube ich. Bombe! Oh! 40% einfach so. Ich glaube, Momo hat vorhin gegen Lifted gewonnen. In Pools oder sowas. Irgendwas habe ich da gehört. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, gegen irgendjemand hat Momo gewonnen, aber nicht gegen Lift Sky, glaube ich. Ich glaube, die waren nicht in Pools. Sonst ist unser System komisch. Also, ich meine, StarGGs. Wo ist eigentlich das Tablet? Habe ich das da nicht hingestellt? Ich gönne mir einen Muffin. Ja, auf jeden Fall. Alle Leute hier, die zuschauen, auf jeden Fall vorbeikommen. Süß Muffins und Käsekuchen und ja, Fritz Cola. Alles. Und Sets und Zocken ohne Ende. Ohne Ende. Einmal ganz Tag zocken. Ja. Okay. Also sowohl Momo, Lifted Sky war glaube ich schon mal Top 12, aber Momo noch nicht, das ist neu und ja, verdient auch, ich habe gesehen, wie er gespielt hat. Ziemlich leid. Oh! Okay, das war cool. Das war echt cool. Also ist eigentlich auch ein cooler Char. Mhm. So einer der coolsten eigentlich. Man sieht den halt nur nie. Nee, echt super selten. Ich glaube, es gibt nur so einen fiesen Japaner, der heftig mit dem ist, aber sonst. Muss ich auch Banjo-Tooie zocken. Hab nur Kazooie gezockt. Ich auch. Ich habe auch nur Kazooie gezockt. Tooie soll 20 mal brutaler sein, glaube ich. Brutaler? Also besser? Besser und schwieriger. Echt? Schwieriger kann ich mir vorstellen, besser eigentlich nicht. Weil Kazooie war schon so heftig. Ja, ich weiß. Ich kann es mir auch noch nicht vorstellen, aber muss ich auf jeden Fall noch zocken. Original. Vielleicht braucht Momo erstmal ein bisschen, um auf Lifted's Peach Club zu kommen. Du bist halt erstmal voll überfordert, ne? Wenn Peach anfängt, dann ist ihre Kombos dazu ballern. Hast du vielleicht 60-70% auf dem Kopf, denkst du toll. Stock ist ja nicht was weg. Aber ne. Ja, genau so. Oh. Okay. Ja. Beide auf jeden Fall voll im Fokus. Oh, Stitch Face. Durchgerollt einfach. Oh, die Side B. Die wird aber oft gepunished auch bei ihm. Ja, musst du ein bisschen aufpassen, gerade so mit letzten Stock. Sieht nicht gut aus mit Momo gerade. Ich glaube, er muss sich auf Game 2 konzentrieren. Fokussieren. Ja. Bunga! Ja. Bunga. Okay, also 1-0 hier für Lifted Sky. Hier. Wir haben einfach beide. Wow. Alter, was ist das für eine Kamera? Die ist ja ultra fett. Ja, halt echt. Die ist heftig. Aber alles hier ist heftig. Production. Auch neues Layout habe ich gesehen. Dieses Overlay oben. Hey! Was hast du gesagt? Dieses Overlay oben. What do you mean with the Overlay open? Nee, nicht mehr. Vorhin in Pools war das noch braun oder so. Das da oben, da wo die Namen stehen und so. Hä, echt? Ja. Wirklich. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Sah aber auch cool aus. Was ist das? Das ist Wii Bowling. Ja, meine Freundin spielt jetzt einfach Wii Bowling. Heftig, cool. Du musst immer auf den zweiten Punkt konzentrieren und ein bisschen schräg werfen. Ungefähr so. Man nimmst die Wii-Kamion und wirfst so. Ja, ich mache immer so. Musst du nicht. So, dann zwei zur Seite. Und dann einen nach... Nee, warte mal, wie lange? Ja, doch, einen nach links. So. Einen nach links und dann... Immer Strike. Ja, ist so. Das war aber mein Ziel. Einmal ein perfektes Game. In Wii Bowling. Oh, hat sich die Stock geholt.
Okay. Ich hab in Boxen rasiert. Du musstest einfach nur die ganze Zeit zur Seite, zur Seite, zur Seite. Und dann, dann kam so Slow-Mo und dann musstest du bam, bam und dann nochmal zur Seite, zur Seite. War schon cool. Konntest du sogar Matt mitbesiegen mit seinen heftigen weißen Boxhandschuhen. Ja, als die Wii rauskam. Oh, Stitch Face. Was mit den Stitches? Diesmal sieht's knapper aus, deutlich. Ich sag ja, Momo hat ein bisschen adapted und braucht jetzt einfach das Game 2. Und ich würde mir wünschen, dass er das Game gewinnt, damit es ein Game 3 gibt. Das würde ich mir wirklich wünschen. Das ist sonst immer so schade. Wandering Wing. Musst du ein bisschen aufpassen. Wandering Wing. Du kannst halt echt mies ultra heftig punishen. Ne? Ja. Ja, halt einfach wegschäden und dann schön mehr. Ja, sowas. Ja. Oder so. Ja, fair. Fair. Musste nichts sein. Musste nichts sein. Ja, das ist so. Aufpassen mit den Wanderwings. Ein bisschen mit den diesen Granaten arbeiten. Also, Kazooie benutzt ja gar nicht so zum Eierschießen. Ja, das einmal habe ich gesehen, wie er so. Ja, das hast du ja auch. Das Game, das Game eben gerade. Das sah ja auch cool aus. Ja. War auch gut. Das will ich mehr von sehen. Er braucht das. Er muss das machen. Mhm. Gerade gegen Peach. Peach schildert nicht so viel. Nee. Ja. Das hat er einmal gemacht. Jetzt mal eine totale Peach-Kombo. Oh, das killt noch nicht, aber ab da ist die Gefahr halt da, ne? Okay. Ja, jetzt ist die Gefahr da. Okay. Jetzt ist die Gefahr da und die Back-Air. Und, nicht noch ein Grab. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Staub vom Back-Air. Den näher. Ah, das wird zu hart gepunished. Das kannst du nicht machen. Nee. Oh, kein Grab. Okay. Stitch Face. Stitch Face schon wieder. Das killt zwar jetzt noch nicht. Oh, so viel Shield. Pressure. Okay. Zwei Wonder Wings für diesen Stock noch. Reicht aus. Wonder Wings. Oh, ich dachte schon noch einen. Das ist nur Faker. Das wird sehr scary, sehr scary. Ich muss aufpassen, wie er landet. What? Warum ist Lift Sky so weggelaufen? Mind Games. Okay. Ja, das war... Uiuiui, bei 97! Okay! Oh, way, oh, wow! Ich hätte eigentlich gesagt, das war nicht so gut, da einen Wonder Wing zu machen, aber boom! Selbst wieder oben geflogen. So gestorben einfach. 97 und weg. Also bei 97 einfach Pain in up! Na, von welchem Intro von einem Anime ist das? Pain in up! Nee, das ist so brutal, das kriegt man nicht raus. Mhm. Das ist wirklich so undercover. Okay. Game 3. Wieder auf Sora Stage. Obwohl. Lifted hier. Verloren hat, ne? Ja. Man merkt auch, dass. Also die beiden sind echt focused und auch richtig motiviert einfach. Oh, das wird hart gepunished. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass die beiden so weit gekommen sind und einer von beiden auch weiterkommt in die Top 8. Der Name wird verdient in der Top 8 Grafik zu sehen sein. Okay. Das wird auf jeden Fall mies spannend. Oh, die Wonder Wings treffen auf einmal alle. 2 von 3 zumindest. Und der nächste wird auch killen. Aber ich weiß nicht, ob er den jetzt einfach so raushauen sollte. Vor allem die! Oh mein Gott, der hat wirklich getroffen! Aber eigentlich hätte er den nicht machen sollen, der war zu predictable. Ja, eigentlich schon. Aber naja, vielleicht ist es ja genau das. Ist getroffen. Guter Leak jetzt für Momo. Hart Punish, ja. Ja, so punisht man. Oh mein Gott! Saturn und. Oh, diese Bombe und jetzt! Oh mein Gott! Durch den Grab einfach? Ja, anscheinend. Die gezündet. Crazy. Aber nichtsdestotrotz ist immer noch sehr even. Oh, er hat richtig Bock auf die Wonder Wings. Ich finde so ein bisschen Prozente noch. Weißt du? Ist das wieder einer? Nee, das ist wieder. Ich finde, er verballert die ein bisschen zu. Doll. Sind die jetzt alle schon weg? Einen hat er noch. Wenn der jetzt nicht trifft, dann... Ach ja.
Kazu hier, Banjo hat einfach zwei Jumps, habe ich voll vergessen. Aber er haut auch oftmals einfach beide raus, sofort. Ne? Oh, die Fair killt noch nicht. Okay. Mit Go. Ja, mit der Granate und mit Kazuis da ist ein Eggs. Schon ein bisschen Pressure an der Ledge. Hedgehagge. Oh, die trifft und die trifft und. Und noch einen, komm! Nein, du musst noch einen werfen, damit Snipe. Ja, das ist cool. Okay, oh, down for into. Up-tilt. Schön. Und das ist Last Game. Ja, last. Ja, Last Stock, ne? Noch ist Last Hit nicht. Brutale Combo, ey. Mhm. Einer sieht sie auf dem Kopf. Sehr zoned in gerade. Lifted Skyler hat richtig Bock. Schön gespielt. 90% schon. Jetzt hier, mal gucken. Forward Throw. Okay. Hat der keine Throw-Kombos? Naja, ich. Mit also, Bratpfanne. Ja, das war's. GG. Ja, beide sehr gut gespielt. Ich finde auch, dass beiden auf jeden Fall. Auf jeden Fall beiden gut tun würde, sich nochmal das Set anzugucken. Da gibt es einiges auf jeden Fall draus zu entnehmen. Ja! War gut.